Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, guten Abend, liebe Grüße aus Birnbach. Freut mich, dass ich das Warm-up heute von hier direkt vor Ort in diesen Raumzeitkoordinaten eröffnen kann und Devavan vorstellen kann, einladen kann. Kann man Devavan überhaupt einladen? Ich weiß es. Oder vorstellen. Ich kann wirklich aus gegenwärtige Erfahrung sagen, wenn ich überlege, okay, wer ist Devavan in meinem Geist, dann steht dafür eine totale Einladung und damit für das, was zu was der Kurs mich einlädt. Und hinter den langen Jahren, die wir in Raum und Zeit zusammen verbracht haben, hat sich genau diese Idee immer wieder mit einer gewissen Stoik durchgezogen, dass es wirklich um nichts anderes geht als diesen Augenblick. Und das sehe ich als Einladung an mich selbst und damit an jeden Lehrer Gottes und damit an dich und damit an Devavan. Und ja, freue mich auf die gemeinsame Stunde, die wir hier aus Raum und Zeit rausgeschält haben, um uns zu erinnern, wer wir jetzt sind. Ja, danke, Devavan. Freut mich, dass du hier bist. Danke dir, mein lieber Bruder, Freund und Wegbegleiter Andreas. Meinem Geist auch ein ganzer Gedanke und mit vollem Licht und Liebe des Himmels ausgestattet und sich weggebend. Und so jeder hier in diesem Raum herzlich, herzlich willkommen in dem, was wir hier als Warm-up bezeichnen. Hallo. Die, die auf Nachtschicht sind, die brauchen ihre Kamera nicht einzuschalten. Das ist okay, kannst du zuhören. Und sonst freuen wir uns auch hier ein Bild in einer körperlichen Demonstration dieses erschaffenen Gedankens ja, mitzunehmen und uns im Selbsthinblicken auf das Bild mich zu erinnern, dass ein Licht erstrahlt durch das Bild als das Bild und dass in Wirklichkeit ein Kurs in Wundern, diese Botschaft von außerhalb von Raum und Zeit, gar nichts anderes einlädt, als eine Demonstration zu machen. Genau dieser Liebe, dieses Lichtes. Wenn wir jetzt Liebe feiern, wie der Titel dieses Festivals, dieses Wunderfestivals ist, dann und wir bezeichnen hier diese Vor-Sessions als Warm-up. Direkt übersetzt würde der Begriff, der ja, denke ich, aus dem Englischen sehr wohl stammt oder aus dem Österreichischen. Und zwar haben wir das im Dialekt bezeichnet, mit dir warm zu werden. Sagt ihr das in Norddeutschland auch dazu? Und da wird ein Unterschied gemacht. Ich habe Schwierigkeiten, mit dir warm zu werden. Oder ich werde mit dir leicht warm. Und was der Inhalt dahinter zum Ausdruck gebracht wird, ist, es geht mir ganz, es ist ganz was Einfaches, es liegt mir sehr am Herzen und es ist ganz leicht für mich, mich auf dich einzustellen, dir zu vertrauen und dich als dieses Christuslicht in meinem eigenen Geist zu finden. Und natürlich muss das mich selbst und selbst mit einschließen. Und das heißt eben, das, was wir als einzig wirklich und einzig wahr anerkennen, die Liebe selbst, Liebe Gottes selbst, zu teilen, auszudehnen und zu demonstrieren. Und so verstehe ich diesen Kurs absolut in einer körperlichen Auferstehung, in einer Auferstehung sich zeigens, einer Demonstration, wie wir eigentlich Liebe miteinander in Erkenntnis, in Erfahrung bringen. Und ich mag es immer gerne von Lehrern zu hören, die zum Ausdruck bringen, Lehrer Gottes, Gurus haben wir mehr als genug in dieser Welt. Da mangelt es ganz sicher nicht daran. Das, was diese Welt benötigt, ist eine körperliche Demonstration, was ein Körper gar nicht wirklich ausdrücken kann, aber was sich Geist durch die Idee des Körpers, durch die Illusion Körpers in Verbindung, in Beziehung bringt und dies in eine Erfahrung bringt,
dass es tatsächlich nur den reinen Lichtgeist gibt, nur einen Geist gibt, der der erschaffende Geist Gottes ist und kein anderer Geist jemals wirklich eindringen konnte. Aber was tut es uns Gutes, wenn wir hergehen und sagen, ja, es ist eh alles nur eine Illusion und der Körper ist eine Illusion und jetzt gehen wir nur her und werfen uns mehr oder weniger entgegen. Ich bin die Liebe Gottes, du bist die Liebe Gottes, alles ist die Liebe Gottes. Und natürlich stimmt das, dass alles und jeder die Liebe Gottes ist. Aber wie ich dazu gekommen bin, eine, sagen wir mal, offenbarende Erfahrung überhaupt zu erlauben für mich, war eine Umwandlung in meinem Geist, war ein Aufhebungsprozess dieser Gedanken, die ich als Liebe bezeichnete oder mit der Liebe Gottes verwechselt habe und mehr oder weniger als eine begrenzte Beziehung dann gefestigt oder verkauft habe. Und diese begrenzte Beziehung ist jetzt am Tablett, die wird dem Heiligen Geist übergeben und es ist das Licht des Heiligen Geistes, der uns aufzeigt, wie er nun dies in eine heilige Beziehung umwandelt, uns eigentlich aufzeigt, was es bedeutet, aktiv zu sein in einer Geistesschulung, in einem Annehmen von Alternativdenkweise, von der Korrektur, die von außerhalb von Raum und Zeit kommt, wie das aussieht und sich eröffnet als Heiligkeit selbst. Und das ist eigentlich so für mich der Grundsatz, hier ein Warm-up, eine Vorbereitung, sagen wir mal, miteinander zu teilen. Weil irgendwo wissen wir ganz genau, dass wir uns auf ihn vorzubereiten, dass das nicht notwendig ist. Und dass jeder Geist, der das will und das für sich wählt, bereits bestens vorbereitet ist. Aber was vielleicht Vorbereitung bedarf, und interessanterweise haben wir das jetzt gerade 10 Tage lang in der Einleitung miteinander geteilt, dass es um eine Vorbereitung geht für das, was er sagt, eigentlich diese Bereitschaft, sich darauf zu konzentrieren, was als nächstes folgen wird. Ja? Was ist denn das, was als nächstes folgen wird? Warum machen wir überhaupt eine Form von Vorbereitung, von Warm-up? Offensichtlich bedarf es einen Aspekt oder mehrere Qualitäten in meinem Geist, die das nicht nur notwendig macht, sondern wertvoll macht. Und vielleicht überlegst du dir das genauer, wenn du dir deine Beziehungen ansiehst, worüber wir sprechen. Und ich hoffe, du hast dann auch irgendetwas dazu zu sagen, einen Kommentar oder eine Frage für den zweiten Teil dieser Demonstration. Und ich kann mich erinnern, vielleicht magst du noch kurz, wenn du es in deinem Geist hast, Andreas, etwas dazu sagen. Du hast ja vor kurzer Zeit, war ja nicht so lange her, vor einer Woche oder so, ist ja diese Umfrage dann veröffentlicht worden. Ne? Also es wurden da ein paar Leute gefragt, wieso sie auf dem Wunderfestival dabei sein wollen. Und kannst du dich an das Ergebnis erinnern? Magst du es mitteilen? Ich glaube, ich freue mich einfach dabei zu sein. Oder? Ja. Weißt du es noch? Ja. Da haben 3 Leute dafür gestimmt oder war das der 3. Rang? Der 3. Rang. Als ich es gelesen habe, 3 Leute haben gestimmt, ich freue mich einfach dabei zu sein. Und das nächste, kannst du dich erinnern? Unterschiedliche Kursreferenten hören? Ja, ganz genau, unterschiedliche Kursreferenten. Und der Sieger war, den Kurs in Wundern zu erfahren und zu vertiefen. Ja, genau. Ja. Und natürlich jetzt, das ist so eine allgemeine Aussage, aber wenn wir da genau hinblicken, was eröffnet denn dies, den Kurs in Wundern in mir zu vertiefen oder zu eröffnen? Was brauche ich denn als eine Fakultät in meinem Geist, dass ich damit überhaupt Erfolg haben kann?
Und das ist, wofür wir uns eigentlich vorbereiten. Und worauf ich hinweise, ist diese Wahl, diese Entscheidung des Einlassgebens des Heiligen Selbst, sagen wir mal. Das, was wir vielleicht so im Titel schnell, ja, jetzt Liebe feiern. Okay, wir feiern ja eh schon. Ne? Und was wir als Liebe bezeichnen. Aber das Heilige und der, der das Heilige demonstriert und mit dir geht, dich begleitet, der dir dieses Heilige anbietet, das Heilige Selbst, dass der Grund ist, dass du überhaupt hier auftauchst. Und dass es, wenn dieses Heilige sich zeigt und wir im Gewahrsein des Heiligen sind, das ist wirklich, was Selbsterkenntnis ist. Dann haben wir die Basis, miteinander zu teilen, wofür wir eigentlich gebeten werden. Nicht nur von Jesus durch den Kurs, sondern von der Welt selbst. Und es ist eine Demonstration, dass wir über alle Zeit hindurch zu lange und zu genug Opfer als die Basis, dorthin zu kommen, vertreten haben und uns verkaufen wollten. Schuldgefühle mitgebracht haben in diesem Zusammenhang. Und all dies ist nicht präsent, wenn das Heilige präsent ist. Und das ist, was die Welt wirklich von dir möchte, dass du eintrittst und demonstrierst, buchstäblich dem auferstandenen Christus eine Hand gibst, ihm hilfst und dies als er selbst, dir selbst und deiner Welt demonstrierst. Weil alles andere kennen wir bereits. Wir haben unzähligste Beziehungen miteinander gehabt, in denen wir immer wieder die Problematik oder Fehler angetroffen haben, in der es darum ging, die Situation zu kontrollieren oder sogar den anderen zu kontrollieren, den anderen besitzen zu wollen oder ihn haben zu müssen an der Seite und so weiter und so fort. Wir sind immer da reingerannt in diese begrenzten Denkweisen, die uns nicht erlaubt haben, in einer neuen Beziehung miteinander zu stehen, die nichts vom anderen braucht, nichts vom anderen will, außer diese Erkenntnis und Erfahrung, was uns ewiglich verbindet, was uns bereits in die Wiege gelegt wurde, was uns bereits mitgegeben wurde, als Liebe selbst, die uns erschaffen hat. Und so kennen wir natürlich den Ausdruck, suche das Himmelreich zuerst, nicht wahr? Aber übersetzt mit dem Kurs bedeutet das, wir suchen zuerst unsere Erkenntnis des wahren Selbstes. Und alles andere wird dem hinzugefügt werden. Und da wird es kein Problem geben, dies zu erkennen. Natürlich gibt es da eine Übergangsphase, in der vielleicht immenser Konflikt auftritt, weil geglaubt wird, dass man übergangen wird oder nicht geliebt wird. Aber Jesus bittet uns tatsächlich, hier diese Charaktereigenschaft des Lehrers Gottes, Geduld zu üben, damit wir wirklich sehen können und miteinander oder in uns selbst heilen können, lass uns mal sagen, dass es nicht darum geht, alles als eine Illusion abzutun, sondern dass es um diese Erinnerung, um dieses Mich-Erinnern geht, dass ich die Vorbereitung gut verwendet habe und nicht mehr rennen muss, nicht mehr die Welt verändern muss, sondern wirklich stillstehen kann in diesem Empfangen und sehen, wie alle Dinge sich bestmöglichst
verändern und sich eröffnen, wenn ich bereit bin, meinen Geist, mein Denken über meinen Nächsten, über das, was ich Beziehung nenne, zu verändern. Und wenn du genau hinblickst, was die Botschaft ist aus dem Neuen Testament, Jesus in der Beschreibung seines Werdeganges, er ist niemals hergegangen und hat gesagt, mach dir nichts draus, ne? Mach dir keine Sorgen darüber, weil das, was du glaubst, was dein Leiden ist, deine Krankheit ist oder was dir gerade angetan wird, ist ja nur eine Illusion. Das hat er nicht gemacht. Er ist nicht zu Maria Magdalena hingegangen und hat gesagt, kümmere dich nicht, Maria Magdalena, diese Steine sind überhaupt nicht wirklich, die sind eine reine Illusion, alles ist bestens. Nein, er hat eine körperliche Demonstration gemacht in der Verbindung im Geist selbst und hat aufgezeigt, was nicht verletzt werden kann, was nicht angegriffen werden kann und was keine Verteidigung bedarf. Und das ist eine absolute Quantendemonstration, ein absoluter Schritt, der über alles den wesentlichen Zugang zu den Toren des Himmels eröffnet. Und so ist es auch in der Einleitung, in diesen wunderbaren poetischen Ausdrucksweisen, wo es darum geht, dass das, wenn das Kind einen Stecken, ne, in das Meer wirft, was es glaubt, was es damit machen könnte und was es aber nicht verändert. Die Aussage ist eben, von dem zu kommen, nicht wahr? Sich konzentrieren, was als das Nächste kommt, dass deine Selbsttäuschungen können nicht an den Platz der Wahrheit treten, macht er zuerst diese Aussage. Meine Selbsttäuschungen können nicht an den Platz der Wahrheit treten. Alles, was ich meine, wie ich die Dinge hier handhaben könnte, um zur Liebe zu kommen, um es so auszugestatten, dass es als Liebe erkannt wird, war eine Täuschung. Ich benötige diese Erkenntnis im Geist Gottes selbst, in der Beziehung, die wir miteinander und untereinander pflegen, braucht es eine Erkenntnis von etwas vollkommen Wirklichem. Oder das Gesamte ist nach wie vor eben ein Traum und ist der Aufhebung geweiht und wird verschwinden, wie es gekommen ist. Genauso wenig kann ein Kind, das einen Stecken in das Meer wirft, das Kommen und das Gehen der Gezeiten ändern, das Wassers, hier ist das Wort, weshalb ich überhaupt darüber gestoßen ist, wärmer werden, ein Warm-up, ein wärmer werden des Wassers ändern durch die Sonne, den Silberglanz des Mondes auf ihm in der Nacht ändern. Diese Sonne muss erkannt werden als die innere Sonne, die ewiglich scheint, als Licht Gottes selbst. Und nur das wird uns aufzeigen, dass das, was Begrenztheit aufweist, verschwinden wird, bedeutungslos ist, nichts ist, keine Bedrohung ausmacht. Davor brauche ich keine Angst haben, aber ich brauche damit auch nichts zu machen. Und wenn wir das lernen in unseren persönlichen Beziehungen, dann haben wir Fortschritte gemacht. Dann können wir sagen, okay, ich stehe als Sohn Gottes, als heiliger Sohn Gottes in dieser Demonstration, wer ich als dieser heilige Sohn Gottes wirklich ist, aber ich kann es nicht astral oder transzendental in dem Sinne machen. Es ist eine absolute körperliche Demonstration, wie ich mein Mitgefühl allen diesen illusionären Figuren, wie ich sie in meinem Geist gehalten habe, wie ich sie eigentlich nach Hause bringe.
in meiner eigenen Erfahrung, dass da nichts mehr anderes übrig bleibt, als das, was wir Liebe bezeichnen. Und das ist wirklich die Einladung, so wie Andreas eingangs gesprochen hat, diese Einladung, ja, wir können nicht uns einladen zu dieser Demonstration. Und so zeigt mir jede Beziehung mit meinen geliebten Figuren in meinem Geist, wo ich wirklich stehe. Es wurde in den unterschiedlichsten Formen bereits ausgedrückt in den verschiedensten Warm-up-Sessions. Und eines, was alle kennen, ist, was Gesner erwähnt hat, dann sei einfach mal einen Tag lang mit Kindern zusammen und sieh, was passiert in deinem Geist. Und du weißt ganz genau, wo du stehst in deiner Transformation. Das ist, warum wir gebeten haben. Und diese vollkommene Ausrichtung, diese ganze Heilung in meinem Geist ist tatsächlich diese Vorbereitung für den Heiligen, der in mir eintreten darf oder den ich wiedererkenne, dass er bereits da ist. Und in meiner eigenen Geschichte waren das auch meine Begleiter, warst du als mein Bruder in was immer für einer Form, die mir gezeigt haben, dass sie fähig sind, über meine Fehler hinwegzusehen. Und dass sie dies mir demonstrieren in meiner Beziehung mit ihnen. Und dass das nicht nur etwas, ein konzeptionelles Üben war, sondern dass sich da Licht eröffnet hat, dass sich ein heiliger Augenblick eröffnet hat. Das hat mich überzeugt. Die Liebe dann zu erfahren, zu spüren, zu sehen, dass da überhaupt nichts bestehen bleiben kann an der Vergangenheit, am Bild, das bereits einen Moment vor einem Moment vollkommen vorüber war. Dass da keine Wirklichkeit darin bestehen blieb, wie wir uns hier in Raum und Zeit nach wie vor schuldig halten könnte, wer wen was angetan hat und dass wir gerechtfertigt wären, uns ein Auge um ein Auge und einen Zahn um einen Zahn zu demonstrieren. Aber jeder von uns hier in diesem Raum, ich vollkommen mit eingeschlossen, spreche zu mir, kenne diese Tendenz sehr gut. Es ist der erste Gedanke, mit dem das Ego reagiert oder antwortet. Und es will nur Auge um Auge, Zahn um Zahn als Gerechtigkeit darstellen. Und wenn du es nicht glaubst, dann setz dich hier in diese Szenarien, wie es in der Welt erscheint, gerade wie gerade diese Kinder wurden in der Schule in Texas erschossen, nicht wahr? Ermordet. Aber wo der Geist damit hingeht, sobald er den ersten Schock überwunden hat, ist nur da. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer ist schuldig und wer muss gekreuzigt werden und bestraft werden? Und da sehe ich, dass mein Geist mit so einer Denkweise nicht mehr mitgeht. Da sehe ich die Früchte dieser Geistesschulung. Da sehe ich, dass es tatsächlich mit mir etwas so tief, zutiefst getan hat, dass es nur mehr ein Stillstehen ist, ein Stillstehenbleiben, einen Moment einfach ganz still zu sein im Geist. Und anzuerkennen, der Heilige ist hier, es stimmt, er ist hier, er führt mich. Ich brauche nicht herumposaunen, wie sehr wir die Liebe sind, sondern ich darf es erfahren.
Ich darf es in mir kennen und ich darf es austeilen und ich soll es und letztendlich muss es mit all meiner Selbst teilen und in Erfahrung bringen. Weil jeder und alles mein Selbst ist. Und so wie Jesus in seinem Kurs sagt, und wenn nur ein kleinster Teil eine Ausnahme findet und nicht da mitgenommen wird und in der Verdammung, in der Verurteilung verbleibt, dann ist letztendlich, das ist die Blockade, wirklich zu sehen, dass es keine Welt mehr gibt. Das ist die Blockade dann, die man selbst noch aufrechterhält und festhält daran, wertschätzt, um in Raum und Zeit, in einer vollkommen imaginären, halluzinierten Existenz, sich als wirklich zu glauben, sich als existent zu meinen. Wow. Dieses heilige Begleiten und miteinander gehen, das tatsächlich gewillt ist, nur noch das zu teilen, was diesen inneren Frieden, dieses innere Glücksgefühl, diese innere Liebe reflektiert. Das ist, was diese Welt braucht. Und das ist alles, was wir uns selbst, ihr als diese Welt, zu geben haben. Das ist der Grund, warum wir diesen Kurs miteinander teilen und machen. Und diese Idee der Vorbereitung wirst du immer wieder in unzähligen, in sehr vielen Positionen in diesem Kurs finden. So auch selbst in der Lektion, die wir heute als diese letzte Wiederholungslektion nur von der Lösung kann man sagen, dass sie heilt, findet genauso ein Aspekt drinnen, der über Vorbereitung spricht. Aber wenn ich hier einen Hinweis folge, der mich in eine der Anfangskapitel des Textbuches führt, in das Kapitel 4, und Jesus spricht das darüber, dass ich wirklich ganz sorgfältig beobachten sollte. Er nennt es mit diesem Wort. Beobachte ganz sorgfältig. Es wurde mit Hab 8 editiert und übersetzt. Und schau, worum du wirklich bittest. Schau ganz genau hin. Blicke sorgfältig hin, worum du wirklich bittest. Und sei dir darin ganz ehrlich, dir selbst gegenüber. Denn wir dürfen voneinander nichts verbergen, sagt er. Das ist die Einladung, die wir uns einander in unseren Beziehungen geben dürfen, sollen. Und das ist die Einladung von Jesus, der uns begleitet am Weg nach Hause. Wir dürfen voneinander nichts verbergen. Und willst du wirklich versuchen, sagt er hier, dass das zu tun, so hast du den ersten Schritt getan, um deinen Geist auf das Eintreten des Heiligen vorzubereiten. Das Eintreten des Heiligen, mich vorzubereiten. Und dann sagt er weiter, siehe, wir wollen uns gemeinsam darauf vorbereiten. Denn wenn er einmal da ist, und dieses Er kannst du als Christus sehen, dieses Er kannst du als den Heiligen Geist bezeichnen, dieses Er kannst du als Gott selbst bezeichnen. Wenn er einmal da ist, wirst du bereit sein, und er bringt es zurück zu seinem persönlichen Angebot, mir zu helfen, den Geist anderer für ihn bereit zu machen. Das ist unser Sinn und Zweck, in Raum und Zeit zu sein. Das nehmen wir als unsere Funktion, als Vergebung, als unsere Funktion für uns an, ihm zu helfen. Den Geist aller anderen, die wir bereits wissen, sind wir selbst für ihn, für Gott bereit zu machen.
Und natürlich, wo es Probleme damit gibt oder geben kann, erklärt er eigentlich davor, das ist im dritten Abschnitt von Kapitel 4. Und er spricht darüber, es ist dir niemals wirklich in den Sinn gekommen, jede Idee aufzugeben, die du jemals hattest und die sich der Erkenntnis widersetzt. Du behältst tausende kleine Reste der Angst zurück, die den Heiligen daran hindern, einzutreten. Tausende kleine Gedanken der Trennung dürfen wir als einen einzigen Trennungsgedanken erkennen und in unserer neuen Entscheidung ganz klar für uns wählen, davon habe ich keinen Nutzen mehr. Ich übergebe es dir, Heiliger Geist, zeige mir nur, was wahr ist. Wir fokussieren uns nur darauf, was der Wahrheit entspricht. Das Licht kann nicht durch die Mauern dringen, die du errichtest, um es auszusperren, und es ist nie und nimmer gewillt, das, was du gemacht hast, zu zerstören. Niemand kann durch eine Mauer sehen, aber ich, Jesus Christus, ich kann um sie herumgehen. So halte Ausschau nach den Resten der Angst in deinem Geist. Dies ist die Einladung. Die Einladung, dies ist die Aktivität der Geistesschulung. Ich kümmere mich absolut nicht, welche Form du dazu verwendest, ob von diesem Kurs oder irgendeinem anderen Angebot. Ich kümmere mich nicht mal darum, ob du das einhältst, wie genau die Anleitungen sind. Aber wir kümmern uns in unserer Beziehung darum, ob wir bereit sind, du und ich, die Reste der Angst in unserem eigenen Geist zu sehen und damit nicht mehr weiterzumachen und weiterzugehen. Denn sonst wirst du mich nicht bitten können, es zu tun, um diese Mauer herumzugehen. Ich kann dir nur so helfen, wie uns unser Vater schuf. Ich werde dich lieben und ehren und vollkommene Achtung vor dem, was du gemacht hast, wahren, aber ich werde es nicht unterstützen, es sei denn, es ist wahr. Nur die Wahrheit ist unterstützungswert, unterstützungswürdig. Ich werde dich genauso wenig je im Stich lassen wie Gott, aber ich muss so lange warten, wie du es wählst, dich selbst im Stich zu lassen. Das wäre eine Aussage, nicht wahr? Weil wenn ich nicht an der Wahrheit und nur die Wahrheit festhalte, lasse ich mich selbst im Stich. Weil ich in Liebe und nicht in Ungeduld warte, wirst du mich sicher wahrhaft bitten. Ich werde auf einen einzigen, eindeutigen Ruf hinkommen. Ein Ruf, der aus dem Herzen kommt. Ein Ruf, der entsprechend diese Dringlichkeit, diese Entschlossenheit in einem selbst zum Ausdruck bringt. Ja, ich bin bereit. Ja, ich will das. Ich will die Wahrheit. Und ich will nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, ich bin bereit, meine Vergangenheit und die Fehler der Vergangenheit loszulassen, mir selbst zu vergeben. Ja, ich bin bereit, ihm zuzuhören. Die Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes selbst ist, zu horchen. Das ist das Einzige, wofür wir die Idee von Vorbereitung wirklich verwenden. Du siehst, es geht immer um die vollständige ganze Transformation unseres Geistes. So, ich belasse es erstmals mit dem. Gregor, magst du sehen, gibt es bestimmte Fragen oder Kommentare? Können wir das öffnen? Bisher nicht. Also am besten ist es mit virtuellem Handzeichen, also unten über Hand heben. Weil dann kann man das Mikrofon freischalten. Oder ich mache es generell, dass sich jemand freischalten kann. Handzeichen haben wir im Moment nicht, aber jetzt müsste jeder, der möchte, das Mikrofon freischalten können. Danke. Da haben wir doch ein Handzeichen. Christel, du kannst dich selber freischalten. Okay.
Ja, ich benutze die Gelegenheit, ermutigt von dir, Devavan. Ich hatte gerade ein Telefongespräch mit meiner sehr in Not befindlichen Schwester, die ihren Mann gerade verloren hat. Und ich rufe um Hilfe an, wie ich, ohne dass sie den Kurs kennt, wirklich hilfreich sein kann und den Heiligen, mir hat jetzt das alles sehr angesprochen, gell? Im Hinblick darauf, wie kann ich demonstrieren mit dem, was mit meinem Körper, mit meinem Dasein jetzt, wie kann ich demonstrieren, dass der Heilige da ist, ohne dass ich diese vielen Kurswörter verwenden möchte? Ja, danke dir, eine wunderbare Frage, liebe Christel. Ich kann da im Dialekt antworten. Deine Frage weist ja direkt darauf hin, worüber wir gesprochen haben. Ja. Es bedarf eine Demonstration. Und es ist keine abstrakte Demonstration. Und Jesus spricht ja im Kurs auch vom Einfühlungsvermögen. Wie kann ich ein Einfühlungsvermögen demonstrieren, das nicht über den Schmerz hinweggeht, genau, dass mein Bruder gerade spürt oder vollkommen in der Zerstörung sich befindet und trotzdem mit der Wahrheit mich ausrichten. Ja. Und natürlich, je mehr wir das praktizieren, desto schneller werden wir oder desto weniger findet dann eine Identifikation mit etwas statt, was wir wissen, ist, gehört zum Traum und ist nur ein Resultat des selbstgemachten Traumes des Todes. Aber in der Beziehung mit mir selbst als meinen Nächsten, ich denke, ein wesentlicher Punkt ist immer wieder herauszukristallisieren, dass es hier keine Lösung gibt. Das Problem zeigt sich, das Problem spüren wir, das Problem kann man konzeptionell verifizieren. Da draußen ist dies und jenes passiert und das waren die Gründe und so weiter. Und das kannst du zuordnen auf jede Situation. Und der Geist versucht, eine Lösung zu finden, um seinen eigenen Empfindungszustand zumindest so handhaben zu können, dass man sich darin nicht verliert oder dass man darin nicht sagt, na, hat eh alles keinen Sinn, jetzt bringe ich mich einfach auch um. Ne? Das ist hier in dieser Schule auch passiert. Da wurden ja auch zwei Lehrerinnen erschossen. Und der Mann einer Lehrerin ist nach 2 Tagen gestorben, aus Kummer. Mhm. Er hat ein Herzversagen aus Kummer. Ne? So, alles wird sowieso letztendlich physisch auf dieser Ebene, wo der Schmerz tatsächlich sich so demonstriert und zeigt, dass man dem nicht entgehen kann, findet natürlich alles statt, alles Mögliche statt. Und ich habe es bereits gesagt, dass man dem nicht entgehen kann. Und darin liegt schon, dass jede Situation, auch wenn geglaubt wird, ich habe einen Lieben verloren, ist eine Lernsituation. Alles ist immer eine Lernsituation. Warum sehe ich denn überhaupt eine Schießerei in einer Schule oder dass ein Bruder einen Lieben, was immer, wenn immer, verliert? Ne? Verstehst du, es geht ja um deinen Geist, es geht ja um meinen Geist. Und wenn ich das annehme, dass es um meinen Geist geht, dann muss ich hergehen und voll und ganz ehrlich mit mir selber sein. Und diese voll und ganze Ehrlichkeit ist mir wirklich einzugestehen. Das ist ein Resultat und eine Reflexion meines Trennungsgedankens. Ja. Es ist meine Idee, dass ich nach wie vor Erlösung durch Tod finden könnte, dass ich Tod reflektiert sehe. Und das ist Ehrlichkeit.
Und sicher sind wir zuerst einfach immer nur in Verbindung und stehen in der Energie und verbinden uns im Licht und übergeben es in unserem Geist einfach und machen diese Arbeit für uns selber in unserem Geist. Das bedarf keine großen Worte, außer ich bin mit dir und ich bin bei dir und ich habe keine Angst, dies mit dir zu spüren und darin zu stehen. Das ist, denke ich, schon der Großteil der Hilfe, die wir uns einander geben in dieser körperlichen Demonstration des Friedens und der Liebe zueinander. Weil das ist auch etwas, was wir nie wirklich gehabt haben. Wir haben zwar so getan, wir hätten die Familien dazu und wenn irgend so etwas passiert, hat man halt die Familie und man tröstet sich. Aber dieser Trost war auch meistens eher so eine Rechtfertigung, dass Tod wirklich sei. Ne? Was aber Christus, der als Heilige neben uns steht und mit uns geht, anbietet, ist, das ist ja, was Heiliger Geist als der wahre Tröster großgeschrieben repräsentiert. Das heißt wirklich, wir nehmen das Ganze so auf, dass es tatsächlich nach oben erlöst wird, sozusagen, ne? Dass es wirklich befreit wird aus dem Geist. Das ist, was wir als Heiler im Namen von Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes tatsächlich uns einander anbieten und in Erfahrung bringen. Wir sehen da wirklich, dass zwar der Moment dieses vernichtenden Gefühls oder dieses zerstörenden Gefühls da ist und dass da aber keine Angst ist im Geist, einfach darin zu stehen, still zu sein. Und wenn keine Angst ist, findet immer Umwandlung automatisch statt. Und ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir eigentlich als Heiler im Sinne von Christus Heilung nicht mehr wirklich da so durchgehen müssen für dann einige Tage oder einige Wochen lang physische Transformationsgeschichten zu haben, um sich wieder zu erholen von dieser Energie, ne, was man da sich, sagt man, vielleicht reingezogen hat oder sich ausgesetzt hat, sondern dass wir wirklich diese Unmittelbarkeit erfahren können, wie Heiliger Geist selbst dies für uns alle berichtigt und auflöst und uns erinnert, dass nur der Friede in uns das ist, was wahr ist. Und allein schon, wie es auch immer wieder erwähnt wurde in diesen Sessions, allein schon es zuzulassen, nicht dem zu entgegnen, nichts damit zu machen, einfach zuzulassen, einfach damit zu sein, ja? Mag durchaus sein, glaube ich, dass ich nicht physische, emotionale Verstörtheit und Zerstörung empfunden habe in dieser Situation, mit der ich ja angeblich überhaupt nichts zu tun habe, ne, diese Schießerei in der Schule in Texas. Und natürlich, aber ich weiß, ich brauche damit nichts zu tun. Er ist hier und er zeigt mir nur, wenn ich ihn darum bitte, was mein Teil ist, um die wahre Lösung zu finden. Und mein Teil ist eben zu lernen, dass ich keinen Aspekt meines Trennungsgedankens mehr mir in diesen Beziehungen entgegenhalten möchte. All diese Reflexionen, noch einmal, sind nichts anderes als Reflexionen unseres eigenen Trennungsgedankens von Gott. Ohne diesen Trennungsgedanken von Gott würden wir nicht solche Bilder sehen. Und sich das einzugestehen, ist auch ein Eingeständnis, okay, hier bin ich, und ich bin aktiv in der Geistesschulung. Ich bin nicht sündig und ich bin nicht schuldig für etwas. Ich bin einfach hier, mache meine Fehler und bin aber bereit, nun die Korrektur dieser Fehler anzunehmen. Und das ist es schon. Und wie das gegeben wird dann in der persönlichen Beziehung
zu helfen, ist wirklich vollkommen persönlich. Ne? Vielleicht ist es auch, hey, kann ich dir im Haushalt helfen oder lass uns gemeinsam spazieren gehen oder was immer. Oder lass uns vielleicht uns erinnern, was uns mit dieser Person verbunden hat und was uns als Liebe mit der Person verbunden hat. Ne? Selbst das. Es ist, also da kann ich nichts dazu sagen. Das ist dann alles gegeben. Aber die Grundsätze sind die, wirklich hier mich zu erinnern, dass es meine Verantwortung und auch meine Aufgabe ist, in dieser Demonstration zu demonstrieren, was uns einzig verbindet und was wir einzig sind. Und damit lebt natürlich jeder. Damit lebt jeder, jedes dieser Kinder und jedes dieser, der Freund, der Mann deiner Freundin lebt dann. Dann entdecke ich, lebt in mir, lebt jetzt in meinem Geist. Ich habe nichts verloren. Ich brauche mich vor nichts fürchten. Danke. 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 Sibylle, gerne, ja. Also, du hast mich komplett abgeholt. Danke. Bei mir, ich will mich immer noch hinter Sucht verstecken. Also, ich spüre das so sehr, das, was du gerade so gesagt hast. Und ja, und jetzt kommt gerade voll Blockade. Kann es nicht mehr in Worte fassen. Ich frage mich, warum ich dieses so spüren in allen Facetten der Freude aufgehen kann und doch irgendwo mich wieder zurückziehe in irgendwelchen Süchten. Na, Sucht. Ja, und was ist das, was du als Sucht bezeichnest, ne? Das, was wir als Sucht bezeichnen, ist ja eine, wenn wir sehen, dass sich Tendenzen wiederholen, eine Wiederholung von etwas, was der Geist sucht, wo er denkt, dass da eine Lösung zu finden wäre. Ne? Und natürlich geht niemand her und fragt, ja, wer ist denn die oder der, der meint, süchtig zu sein, Gregor? Ne? Das ist wirklich die Erforschung des Selbstes und das müssen wir auch machen, ne? Weil solange ich diese, ja, das ist ja meine Sucht und da bin ich jetzt identifiziert und so, und das ist alles objektiv da draußen dann ausgebreitet und es kommt nie wirklich zur Quelle, wo diese Idee überhaupt seinen Ausgang findet. Ne? Und auch wird gar nicht untersucht, was überhaupt als Sucht bezeichnet wird. Ne? Dass etwas als Sucht bezeichnet wird, in diesem Wiederholen von diesen Motiven oder von diesen Ideen der Lösung, geht es eigentlich erstmals darum, hinzublicken, wie geht es mir denn da dabei? Ne? Okay, da habe ich vielleicht jetzt ein High durch irgendetwas, was immer es ist, könnte Sexualität sein, Nahrung sein oder was wir so als von Alkohol, Rauchen und Drogen als Süchte bezeichnen. Ne? Aber der Punkt ist ja, dass ich mal hinblicke und sehe, okay, da habe ich zwar ein High und dann denke ich, oh, jetzt habe ich die Lösung und jetzt geht es mir gut und jetzt bin ich wieder okay. Und im nächsten Moment geht es aber wieder runter und finde ich mich im tiefsten Tal. Ne? Und das wird dieses Zickzack wird dann verfolgt und wird eben kategorisiert und eingeordnet. Aber was wäre, wenn ich wirklich verstehen würde, dass ich eigentlich einen Ausgang suche aus der gesamten Misere meines Trennungsgedankens, meiner Idee, hier zu sein, zu existieren in einer Welt, die ich gemacht habe und die mir aufzeigt, dass es hier sowieso keine Vollkommenheit und auch keine Lösung gibt. Was wäre, wenn ich wirklich akzeptieren würde, zu sehen, dass
hinter dem, was ich als Sucht bezeichne, eigentlich eine Einladung steht, in eine größere Lichterfahrung einzutreten, um den Lichtgedanken als meinen Gedanken über mich selbst zu erfahren. Und hier kommt dann eine wesentlichere Frage: Könnte ich dann überhaupt noch fortfahren mit dem, was ich als Süchtiger versuche oder verfolge? Ne? Und wir wissen alle die Antworten. Wir wissen alle ganz genau, dass wir nicht mehr weitermachen könnten mit diesen Mustern, die wir da mitgenommen haben oder wertgeschätzt haben. Wir wissen ganz genau, dass hier eine unmittelbare Befreiung stattfindet, wenn wir damit in die Gesamtheit gehen. So, danke. Auch da beginnt es damit, zuerst mal dies nicht zu be- und verurteilen, sondern das einfach sein zu lassen für einen Moment. Und ich verändere bereits die Bedeutung, die ich dieser Situation, der Suchtsituation gegeben habe. Und als weiteren Schritt kann ich dann untersuchen, ob ich dies nach wie vor selbst halten möchte, als wie immer es abläuft, oder ob ich gewillt bin, Jesus Christus, den Heiligen Geist einzuladen, um mir dabei zu helfen, um dies zu beschleunigen, mir zu zeigen, was tatsächlich ansteht zu erfahren, was ich wirklich für mich will. Da ist ja auch eine Frage des Willens. Ne? Alle Sucht, Reflexionen geht es darum, herauszukristallisieren, was will ich denn wirklich für mich selbst? Gibt es auch eine Sucht nach Schmerz? Absolut, das ist die Sucht des Menschseins, ne? Wie die Sucht nach Tod. Das ist ein anderer Ausdruck in dem Sinne. Und sicher, welche Form das annimmt, meistens wird es halt zuerst mal gehalten auf der emotionalen Erfahrungs- und Ausdrucksweise und will da jetzt nicht zu einem Heretiker werden, aber ich denke, dass wir zumindest einige oder mehrere Jahrhunderte innerhalb des Christentums damit verbracht haben, denn die Sucht nach Schmerz ersten Platz und Priorität einzuräumen. Ne? Das war dann die Nähe am Himmelreich. Ne? Je mehr du Schmerz einlädst und leidest und dem zustimmst, dass das deine Wirklichkeit ist, desto näher bist du dem Himmelreich. So wurde es ja verkauft. Ne? Und der Schmerz, wenn wir da wirklich hinblicken auch, niemand weiß, was Schmerz ist. Die Wissenschaftler überlegen sich seit Jahrzehnten genauer, das herauszukristallisieren, was ist Schmerz wirklich. Wir beschreiben den Schmerz, wir wissen alles um den Schmerz herum, aber wir wissen nicht wirklich, was Schmerz selbst ist. Ne? Eben aus dem Grunde. Ne? Weil da auch an dem Punkt. Gibt es dann ein sanftes Hinausgleiten dann? Quasi. Ja, wenn wir so wählen, dass es sanft sein soll, dann wird es auch sanft sein. Aber es kann auch entsprechend, wie soll man sagen, vielleicht wirklich einen aushebeln in dem Moment, in dem wir erfahren, dass das, was wir als Schmerz bezeichnet haben, wirklich nur in dem Sinne eine Kontraktion des Lichtes oder unserer Glückseligkeit, würde ich das vielleicht im Zusammenhang bringen, gewesen. Was bedeutet Kontraktion? Zusammenziehen. Ne? Da habe ich mein Glücklichsein, meine Glückseligkeit zusammengezogen, um zusammenhalten zu können. Ne? Und das ist, was eigentlich Schmerz ist. Und wenn das geöffnet wird, wird es eigentlich zur ganzen Freude, die wir mit allem und mit dem ganzen Universum teilen. Ne? Und so ist es mit den meisten Sachen, die als Suchtobjekte oder als Objekt der Sucht identifiziert wurden. Da wartet dahinter wirklich diese Erfahrung der Öffnung, wie wir das in der Gesamtheit, in das Ganze übergeben, sagen wir mal, ne? Verschwinden lassen oder sofortig umwandeln. Das kann eine extreme physische Transformation ausmachen. Ich habe da Leute am Boden liegend schreiend gesehen, die genau den Punkt hatten, wo dieser Schmerz sich dann geöffnet hat in die ganze Freude Gottes, was natürlich eine Erwachenserfahrung ist.
Wow. Aber ich glaube auch, der Weg dazu ist, der erste Punkt soll immer sein, uns selbst nicht zu beurteilen und zu verurteilen. Für egal was immer. Ja? Danke. Also dieser Satz, den sollten wir vielleicht tagtäglich uns selber lehren und immer wieder in Erinnerung rufen, wie er zum Ausdruck gebracht wird in der Lektion 134. Ne? Würde ich mich selbst dafür anklagen? Ja? Egal, was passiert, wie es aussieht, würde ich mich selbst dafür anklagen? Und die Antwort ist offensichtlich nein. Und wenn ich mich selbst dafür nicht anklagen würde, dann brauche ich einen anderen Weg. Ne? Dann brauche ich einen Weg, der mir aufzeigt, dass ich tatsächlich hier etwas lernen kann und in der Erfahrung es eröffnen kann zu etwas Größerem. Aber ich bin nicht schuldig und ich habe nichts wirklich gemacht. Interessant, weil meistens kann jemand anders mehr vergeben wie mir selber. Ja, so das ist natürlich die Tendenz. Ne? Und das ist, warum wir einen Kurs in Wundern haben. Danke. Wir uns erinnern, okay, wir dürfen es zurückbringen zu uns selber und nicht nur dürfen, sondern es geht kein Weg daran vorbei, uns selber mitzunehmen und mit einzuschließen. Und immer wieder schau, es ist ja alles, es ist ja die Sucht des Menschseins, überhaupt hier zu mich in einen Körper zu erfahren, ist ja eine Sucht. Ne? Und immer wieder mich zu erinnern, ich erlaube dir einzutreten, Heiliger Geist. Eröffne in mir, zeige mir, was tatsächlich wahr ist als ich. Wie ich einzig wirklich bin, wie Gott mich schuf. Mhm. Führe mich, zeige mir, hilf mir dabei. Ich selber kann es nicht klarkriegen. Ja. Und durch diese Einladung, das ist wirklich dem Heiligen eintreten zu lassen, überzeuge ich mich mehr und mehr und mehr, dass ich selber hier nichts zu tun habe, außer auf ihn zu horchen. Ja, danke. Was noch ganz, ganz klar jetzt hochkommt, was mache ich mit dem schlechten Gewissen? Jetzt zum Beispiel, ich bin so sehr dankbar, dass ich da jetzt so querbeet mit einsteigen darf und dass es so öffentlich ist und dass ich da dabei und Teil sein darf. Und jetzt kann ich, weiß ich, da, ich fühle mich irgendwie so, ich sollte jetzt was spenden, ich sollte, ja, ich. Und jetzt ist mein Computer auch noch verreckt. Jetzt kann ich nichts überweisen. Und dann passieren solche Sachen. Und dann kam dann mein Mangel, der dann sagt, hey, du gibst schon mal für alles Geld aus. Und dann weiß ich ganz genau, dass das, was ihr hier macht, unbezahlbar ist. Ja. Schau, dein verreckter Computer darf ersetzt werden. Danke dir einfach, Sibylle, hier zu sein und diesen Ruf zu folgen und diesen Ruf in deinem eigenen Geist an ihn, an deinem eigenen Heiligen Geist auszudehnen und bereitwillig zu sein, da stillstehen zu bleiben. Ja? Du brauchst absolut nichts zu machen. Du brauchst weder, du folgst einfach nur deiner inneren Führung. Niemand im ganzen Universum, der klar in seinem Geist ist, in dem, was als Gabe Gottes frei gegeben wurde, wird dich um irgendetwas bitten vielleicht schon, aber wollen, dass du es geben müsstest. Es gibt kein Opfern. Folge deiner inneren Stimme und es ist so, wie es Jesus dann in den späteren Ergänzungen gesagt hat, der Heilige Geist wählt diejenigen, die geben, mehr geben und er wählt auch welche, die gar nichts geben brauchen. Ja? Es ist alles durch den Heiligen Geist gegeben und geregelt. Ne? Und darin kann ich mich voll und ganz entspannen und kann dann wirklich hinblicken, okay, mir wurde ja gegeben, was möchte ich denn geben? Nicht nur zurückgeben, sondern noch mehr geben, weil mir alles gegeben wurde. Mir wurde alles von Gott gegeben. Und ich bin jetzt auch bereitwillig, alles zu geben. Und wie das dann aussieht in der Form, werde ich bestens geführt. Ja, das ist eine gute Anleitung. Aber
danke, dass du da bist und herzlich willkommen, mach so weiter. Und du siehst ganz, ganz großartig aus. Danke. Haben wir noch jemanden ganz dringlichen? Ansonsten verlassen wir es für heute. Sind wir gut soweit alle? Können wir die Mikrofone alle einschalten noch? Dann habe ich vielleicht noch einen Abschiedssong. Danke, die wir waren. Ah, wunderbar. Danke, lieber David. Danke, lieber Mann. Danke. Danke, lieber Mann. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Danke, lieber Mann. Okay, machen wir noch einen Song.